Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich hatte euch ja gefragt gehabt, welches der 10 Spiele wollt ihr sehen. Ich habe eine Umfrage gemacht gehabt und mit 18 Stimmen hat davon GTA 3 gewonnen. Knapp gefolgt von SpongeBob Schwammkopf Schlacht um die Bikini Bottom mit 16 Stimmen. War eigentlich erster und dann wurde es von GTA 3 überholt. Ja, ist mal was anderes. Von Rockstar Games natürlich. Wann kam das raus? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich glaube 2002. Ich glaube es. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. 2003, 4 oder 2002. Irgendwie so im Dreh herum war das. Ich habe das früher in meiner Kindheit gespielt. Ja, als Kind, ja. Auf meinem Computer. Wir hatten damals so einen richtig schlechten Computer, aber darauf lief das einigermaßen. Was hatte ich noch gespielt? Zu der Zeit hatte ich, glaube ich, noch Asterix und Obelix XXL auf meinem Computer gespielt gehabt. Ja, und noch anderen Kram. Theme Park World oder... hier, was gab's noch? So, wir hatten noch dieses Zoo-Bauspiel. Ja, und ich habe schon alles soweit eingestellt. Wir müssen einfach nur ein neues Spiel beginnen. Und ich freue mich, das mal wieder, spielen zu können, weil ich habe das... Wie lange ist denn das schon her? Bestimmt 7 Jahre oder so, ne? Habe ich das letzte Mal gespielt gehabt. Und es ist ein gutes GTA-Spiel auf jeden Fall. Es ist auch das allererste 3D-GTA-Spiel gewesen. GTA 1 und 2, die hatten ja noch diese Vogelperspektive von oben. Ja, aber die werde ich auch eines Tages, werden wir die auch nochmal spielen. Wenn ihr das denn wollt, dann spielen wir irgendwann nochmal GTA 1 oder so. Gucken, ob ich das überhaupt schaffe, keine Ahnung. Ja, die Grafik, wie die sein wird, das würdet ihr gleich sehen, aber erstmal werden hier die Texturen geladen. Ich glaube, da steht ihr. 2002, okay, dann lag ich gar nicht mal so falsch, und steht's ja auch. Der Sound berauscht ein bisschen, das bitte ich zu entschuldigen. Oh yeah, alles noch so in Pixel-Grafik. Möchte gern 3D animiert. Sorry, babe, I'm an ambitious girl. You're just a small time. Okay. Die Bullen, unsere Freunde, die Polizei. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses, and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Okay. Come on! Señor Dickhead! It's no problem to kill you. You're gonna be sorry. So, da werden die Gefangenen befreit. Von den Bullen. Ei, ei, get lost! Das bin ich übrigens. Nix wie raus hier. Ein bisschen asynchron war. Ich hoffe, das legt sich im Spiel, also die Vorschauen dann und so, dass es dann nicht mehr da so Störgeräusche gibt und dass es dann nicht mehr so asynchron ist. Naja, gut. Also, los geht es. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother.
Okay. Ich werde den Sound aber nochmal ein bisschen leiser stellen. Also, ein großes Verbrechen wurde verübt auf die Polizei. Verbrecher werden noch gesucht. Das waren die, glaube ich, gerade. Also, wir waren das gerade. So, wie stellen wir es am besten mal ein? So. Müsste es doch eigentlich in Ordnung gehen, oder? Die Steuerung ist ein bisschen hapelig. Aber oldschool ist immer noch ein bisschen laut. So, gucken wir mal, wie wir es machen. So vielleicht. Ja, so müsste das gehen. Also, herzlich willkommen zu GTA 3. Wir müssen unsere Mission jetzt weiter fortführen. Unsere Kollegen haben uns befreit. Ich gucke mal kurz, wie ich jetzt hier einsteigen kann. Wie war das denn jetzt nochmal? Hier können wir springen. Auf Enter, okay. Dafür, dass es von 2002 ist, ist es grafisch eigentlich sehr gut, finde ich. Ja, was man noch sagen kann... Oh, die Bullen, scheiße. Schnell weg hier. Wir sind jetzt hier auf Portland irgendwie gefangen, weil die Straßen, ihr habt sie ja gesehen, da oben, die Straßen, da konnte man nichts mehr machen. Die waren kaputt hinüber oder versperrt zumindest. Ich habe mir auch nie wirklich so eine Story bei GTA damals zumindest nicht wirklich angeguckt, sag ich mal ganz ehrlich. Ich wollte halt immer nur ein bisschen Gameplay haben, ein bisschen spielen. Hab mir also die Story nie wirklich angeschaut und das will ich mal nachholen. Das gucken wir uns jetzt einfach mal zusammen an. Wir müssen jetzt erstmal zu einem Versteck fahren, nämlich zu diesem hier. Alles sehr düster noch, mitten in der Nacht, Rotlichtbezirk. Hier müssen wir erstmal unterkommen. Gut. Okay. Damit wir nicht erkannt werden, dass wir ausgebrochen sind, kriegen wir jetzt neue Klamotten. Und in der Garage kann man ein Fahrzeug reinfahren. Wenn man sich später eins holen möchte oder so, nicht immer klauen möchte, kann man dort... Ja. Oh, wir sind verkleidet, genau. Kann man dort dann sein Fahrzeug unterbringen. Wir fahren jetzt zum nächsten Punkt, wo wir hinfahren müssen. Da zu diesem Pinken. Das sind immer unsere Aufgaben. Ich freue mich, das mit euch Let's Playen zu dürfen. So, ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe ja nicht umsonst jetzt die Umfrage gemacht. Hier ist Luigi's Club, okay. Luigi's Girls. So, sehen doch schon besser aus, oder? Mit den feinen Klamotten. Ich kenne auch noch sehr viel vom Spiel, hab's nicht durchgespielt, aber so Portland kenne ich auf jeden Fall noch. Mit den Missionen und so. Und ich habe es zum Laufen gebracht, das Spiel, was mich überhaupt wundert, weil das schon so alt ist. Aber es läuft auf meinem Computer. Sehr gut sogar. Außer diese Störgeräusche manchmal. Luigi! Okay, unsere erste Mission. Ja, der Sound ist nicht so geil, tut mir leid dafür. Aber so, wir müssen erstmal so klarkommen. Gut. Ja, ich fahre ja schon weg, ist ja in Ordnung hier. Bin mal gespannt, was wir alles jetzt hier in diesem Let's Play erleben. Ob wir hier positive wie auch negative Sachen erleben. Und lustige Momente und sowas. Wir schauen einfach mal. Es ist übrigens mein erstes GTA-Let's Play. Muss man auch mal dazu sagen. Ich hatte mal ein Multiplayer-Let's Play zu GTA San Andreas, aber das kann man ja nicht wirklich zählen dazu. Und GTA 3 wird ja auch nicht so häufig Let's Play, ne? Ah, hier, guck mal. Hier ist diese weltberühmte Krankenstation. Ich glaube, bei anderen Spielen sieht es auch hier so ähnlich aus, weil wir spielen gerade auf Liberty City. Ich glaube, Story of Liberty City, also GTA Story of Liberty City. Ich glaube, das ist dieselbe Stadt. Das können wir auch vielleicht irgendwann nochmal Let's Playen. Da bin ich auch sehr weit gewesen. Story of Liberty City oder Liberty City. Habe ich auch sehr gern gespielt. Das wäre jetzt so meine zweite Wahl gewesen nach GTA 3. Das wird vielleicht in Zukunft auch irgendwann nochmal kommen. Aber jetzt haben wir erstmal neu begonnen. GTA 3, ne? Machen wir doch erstmal das hier. Oh, die Ampel erstmal rumgefahren. Und damals war das schon sehr revolutionär, 2002, dass man so ein Spiel geboten bekommen hat.
Ich meine, 3D, eine richtige Open World, und das war schon klasse mit den ganzen Missionen und so, ne? Mission erfüllt. $1,500 erhalten. Da geht die Schlampe. Du kannst dir bei Luigi den nächsten Job abholen oder Liberty City erkunden. Warum nicht ein Taxi ausleihen, um dir was dazu zu verdienen? Nee, wir brauchen momentan gerade noch nicht so viel Geld. Später kriegen wir dann noch Waffen, wir können uns hier auch kloppen. Ich meine, es gab hier irgendwo auch noch andere Moves. Man könnte auch irgendwo noch treten, glaube ich. Wie genau das war, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber wir machen mal die nächste Mission von Luigi. Luigi! Warum muss ich immer an Super Mario denken? Ich weiß nicht warum. Das ist halt ein typisch französischer Name. Luigi said to give you this, so here, take it. Ich fand den Protagonisten übrigens immer ganz cool, den wir spielen. Boah, Alter. Krasser Shiat. So, also der hat wohl hier seine Girls am Start, du Luigi, ein richtiger Playboy. Und wir müssen jetzt, genau, wir müssen uns jetzt hier die Waffe schnappen. Und dann müssen wir ordentlich mit ihm zusammenschlagen. Unsere erste actionreiche Mission, sage ich jetzt mal. Oh, mein Auto ist fast kaputt. Ist hier gerade irgendwo die Polizei in der Nähe? Ich klaue mir einfach mal ein Auto. Oh, das ist doch jetzt wohl ein schlechter Witz. Wie habe ich denn jetzt hier einen Stern bekommen? Ich musste mal kurz die Lautstärke noch ein bisschen runterstellen. Ich finde, das ist immer noch ein wenig laut. So, ich muss mir jetzt schnell aus dem Staub machen, weil die Polizei kommt mir gleich auf die Fersen. Das Spiel läuft aber sehr leckfrei, das freut mich. Liberty City kommt mir noch so bekannt vor. Ich meine, bei GTA 4 hat das auch in Liberty City gespielt, ne? Es kommt mir sehr bekannt vor. Ich meine, GTA 4 spielt auch in Liberty City. Die Straßen und all das kommt mir doch sehr arg bekannt vor. Kann ich irgendwo hupen? Ach, auf F kannst du auch ein- und aussteigen, okay. Das vereinfacht natürlich die Sache. Ah, da stehen die Bastarde. Jetzt hau ich den mal einen über. Okay, mein Auto fährt einfach weiter. Okay, jetzt bleibt es stehen. Kann ich denn sprinten? Hier. Hallöchen. Du kriegst einen mit dem Baseball übergeschlagen jetzt hier, du Idiot. Warte, bedrücke die Nummer. Linke Maustaste, um zu schlagen. Und zu treten. Wie kann ich denn treten? Nimm sein Auto und spritze es um. Ach so. Ah, das meint er mit spritzen. Ich dachte einfach nur abschießen. Dass ich den nur in eine Kugel in den Kopf jagen soll. Das Let's Play könnte ein wenig länger dauern, aber das ist ja, das ist nicht schlimm, denke ich mal. Es hat GTA an sich, dass es ein bisschen länger braucht, weil es auch einfach so groß ist, so viele Missionen hat. Aber ich bin voll motiviert, ich habe voll Bock drauf. Von dem her machen wir das einfach mal. Ich denke mal, nach GTA 3, ich habe schon wieder Pläne ohne Ende. Dann wird aber SpongeBob Schwammkopf Schlacht um die Bikini Bottom kommen. Halt einfach, weil es auch viele Stimmen hatte. Und ich da auch Bock drauf habe. So, wir müssen das Auto jetzt umfärben, damit es nicht irgendwie erkannt wird. Das machen wir... Oh, scheiße. Meine Autohaube. Das machen wir hier. Kann ich in die scheiß Kamera...